Drei Tage nach einem schweren Unfall in Moers-Merbeck ist die dabei lebensgefährlich verletzte Frau gestorben. Die 43-Jährige war am Ostermontag auf der Bismarckstraße in Moers unterwegs. Ein Fahrer eines Autos, der offenbar an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen war, geriet dabei in den Gegenverkehr, wo er mit großer Wucht mit dem Auto der Frau zusammenstieß. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der flüchtige Fahrer immer noch nicht ermittelt. Die Polizei sucht indessen eine Ersthelferin, die dem verletzten Unfallopfer geholfen hat. Die Zeugin soll zuvor im Bereich der Bahngleise mit einem Kleinwagen hinter einem weißen Range Rover unterwegs gewesen sein. Die Unbekannte wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Stadt Duisburg erstattet Strafanzeige gegen einen Anwohner, der bei einer Bombenentschärfung Widerstand geleistet hatte. Bei der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Meiderich kam es am 28. März zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen, weil sich ein Anwohner, der in der Evakuierungszone wohnte, geweigert hatte, seine Wohnung zu verlassen. Der Betroffene hat nun auch die Kosten zu tragen, die durch die Widerstandshandlung entstanden sind. Das Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Weisungen zum Verlassen von Gefahrenbereichen unbedingt zu befolgen sind. Die Duisburger Wirtschaftsbetriebe rüsten sich für die nächste längere Trockenzeit. Zwei weitere Fahrzeuge wurden jeweils mit einem Tank ausgerüstet, der 1000 Liter Wasser fasst, um Straßenbäume bewässern zu können. Insgesamt 14 solcher Bewässerungsfahrzeuge besitzen die Wirtschaftsbetriebe nun. Zudem haben die Wirtschaftsbetriebe 1000 neue Wassersäcke angeschafft, die 60 Liter Wasser fassen und nach Flüssigkeit an das Erdreich abgeben. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist wie schon im vergangenen Jahr ein sehr trockener Sommer wahrscheinlich. Sollte die trockene Witterung in den kommenden Monaten anhalten, könnte sich die Dürre des Jahres 2018 wiederholen oder sogar übertroffen werden. Die Duisburger Hafen AG intensiviert ihre Zusammenarbeit mit der chinesischen Metropole Chongqing. So unterzeichneten NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und Duisport-Chef Erich Starke während der mehrtägigen China-Reise eine Kooperationsvereinbarung. Bereits im vergangenen Jahr hatten Duisport und der Bürgermeister von Chongqing eine engere Zusammenarbeit beschlossen. Bereits jetzt werden insgesamt 30% des gesamten Handels per Güterzug zwischen China und Europa über den Duisburger Hafen abgewickelt. Mittlerweile verkehren rund 40 Güterzüge wöchentlich zwischen Duisport und verschiedenen Destinationen in China. Der Umweltausschuss der Stadt Duisburg steht der Installierung von Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt aufgeschlossen gegenüber. Die Fraktion Junges Duisburg DAL hatte einen entsprechenden Antrag eingereicht, für den sich das Gremium einstimmig ausgesprochen hat. Duisburg soll sich laut dem Antrag ein Beispiel an anderen Städten in NRW nehmen, in denen viele Stadtwerke bereits sogenannte Trinkbrunnen an öffentlichen Orten anbieten. Die würden nicht nur für kostenlose Erfrischung sorgen, sondern auch einen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll beitragen, da man sich so den Kauf von Wasserflaschen sparen könnte. Die 2,5-jährige Netzgiraffe Naila ist am Donnerstag aus dem Duisburger Zoo ausgezogen. Eine neue Heimat hat sie in Niedersachsen gefunden. Dort wird die junge Giraffendame eine bestehende Herde erweitern. Die Vorbereitungen für den Transport stellten das Zoo-Team vor einige Herausforderungen. Ein extra für Giraffen konzipierter Spezialanhänger musste beschafft werden. Den außergewöhnlichen Umzug nutzte das Zoo-Team direkt für eine Lehrstunde in Sachen Tiertransport. Allen Auszubildenden wurde die Möglichkeit gegeben, vor Ort zu sein und Erfahrungen sammeln zu können. Geprellte Löhne, unerlaubte Kündigungen oder verwehrte Urlaubstage. Wegen Streitigkeiten im Job waren die Rechtsberater der IG Bau Duisburg-Niederrhein im vergangenen Jahr stark gefragt. Insgesamt 3.100 Mal kamen die Juristen der Gewerkschaft in der Region zum Einsatz. Sie betrafen besonders das Bau- und Reinigungsgewerbe. Die Gewerkschaft rät den Beschäftigten, sich bei Problemen nicht einschüchtern zu lassen. Anspruch auf kostenlosen Rechtsschutz haben alle Gewerkschaftsmitglieder. Genauere Infos und Termine gibt es im IG Bau Büro Duisburg.
Am Mittwoch, dem 1. Mai, sind unter anderem in Duisburg-Wannheimer Ort und Duisburg-Hochfeld Demonstrationen geplant. Da der Bereich von der Polizei großräumig für den Verkehr gesperrt wird, kommt es auch im Bus- und Bahnverkehr der Duisburger Verkehrsgesellschaft zu Einschränkungen. In der Zeit von 12 bis 22 Uhr müssen Verkehrsteilnehmer laut Polizei mit Staus, Wartezeiten und Umleitungen rechnen. Die Busse und Bahnen fahren nach einem Sonderfahrplan. Betroffen sind die Bahnlinien 903 und U79 sowie die Buslinie 944. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite der DVG. Am Wochenende heißt es Frühling, Fehlanzeige. Der Samstag beginnt in Duisburg verregnet. Der lässt im Laufe des Tages zwar nach, trotzdem müssen immer wieder mit vereinzelten Schauern gerechnet werden. Die Sonne kommt kaum durch und die Werte kommen lediglich auf 14 Grad. Auch der Sonntag startet grau und nass. Es bleibt im weiteren Verlauf bedeckt. Gegen Abend kriegen wir dann aber noch ein wenig Sonne. Das Thermometer kommt auf maximal 13 Grad. Die neue Woche startet am Montag dann endlich wieder frühlingshaft. Viel Sonne, kaum Wolken und das sorgt für Temperaturen bis zu 18 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, im Stadtgebiet wird morgen wieder das Tempo kontrolliert. Blitzer stehen unter anderem auf der Koloniestraße in Neudorf Süd und auf der Paul-Esch-Straße in Hochfeld. Und Baustellen behindern den fließenden Verkehr. In Walsum läuft eine Kanalsanierung in der Dittfeldstraße. Die Arbeiten werden als Wanderbaustelle durchgeführt. Somit wird die Dittfeldstraße zwischen Lehnackerstraße und Büßackerstraße abschnittsweise voll gesperrt. Die Schulbushaltestelle wird während der gesamten Arbeiten auf den Lechweg verlegt. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Die Arbeiten dauern an bis November 2019. Und in Kasslerfeld werden Gasleitungen auf der Straße auf der Höhe zwischen Max-Peters-Straße und Ruhrotter-Straße verlegt. Aus diesem Grund ist die Max-Peters-Straße im ersten Bauabschnitt zwischen Kreisverkehr und Ruhrdeich in Fahrtrichtung Ruhrdeich gesperrt. Eine Umleitung über die Straße auf der Höhe wird ausgeschildert. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht eine gute Fahrt und einen schönen Start ins Wochenende.